Wir haben jetzt keine Zeit für Sie, Maloney. Weil eine zweite Leiche gefunden wurde. Kam das schon im Radio? Ich ermittle nicht nur im Radio, sondern auch vor Ort. Und was haben Sie vor Ort ermittelt? Der zweite Tote heißt Eddie Löwenzahn und er lebt auf der Straße. Kein Kommentar. Wenn Politiker oder Polizisten das sagen, dann bedeutet es, dass man richtig liegt. Weshalb ermitteln Sie eigentlich in diesem Fall, Maloney? Das geht nur mich und meinen Klienten etwas an. Aha, ein Klient. Das ist ein Anfang. Möchten Sie mich in den Verhörraum begleiten? Ich habe nichts zu gestehen. Ich war zufällig vor Ort, als die beiden Leichen gefunden wurden. Woran starb er? Vermutlich ein Unfall. Vermutlich. Noch liegt das Gutachten nicht vor, aber der untersuchende Rechtsmediziner geht davon aus, dass er an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb. Im Freien, hinter einem Restaurant. Wir glauben nicht, dass er da gestorben ist, wo er aufgefunden wurde. Ja. Jetzt aber genug, Maloney. Wir kümmern uns um den Fall. Der zweite Tote, wie hieß er? Der Mann ist erschossen worden. Das heißt, der Fall hat bei uns höchste Priorität. Sie hingegen, Sie leben noch und haben deshalb die geringstmögliche Priorität. Ich will doch nur den Namen wissen. Morgen früh um 10 gibt es eine Medienkonferenz. Soll ich Ihnen einen Platz reservieren, Maloney? Ich verzichtete und fuhr zurück in mein Büro. Dort erschien nur wenig später mein Klient. Noch ehe er sich hinsetzte, legte er mir einen weiteren Tausender auf den Schreibtisch. Ich möchte mich für Ihre Bemühungen bedanken. Das war ganz wunderbar. Jetzt aber möchte ich, dass Sie den Fall als abgeschlossen betrachten. Es ist eine zweite Leiche aufgetaucht. Das müsste Sie vom Hocker reißen. Tut es aber nicht. Ich habe gestern Nacht miserabel geschlafen. Ich habe vom Mörder geträumt, der mich verfolgt und töten will. Ich halte das nicht aus. Wenn der Mörder überführt ist, können Sie wieder gut schlafen. Nein, ich will das nicht. Ich bin nicht mehr Ihr Klient. Sie können mich nicht daran hindern, weiter zu ermitteln. Also gut. Wie viel möchten Sie? Noch einen Tausender? Sie haben mich schon einmal angelogen. Ich mag das nicht. Also gut. Nehmen Sie jetzt bitte einfach zur Kenntnis, dass ich keine weiteren Ermittlungen wünsche. Das habe ich verstanden. Sehr gut. Sollten Sie trotzdem weiter ermitteln, könnte das für Sie unangenehme Folgen haben. Das wird ja immer besser. Sie drohen mir. Wenn mir nichts anderes übrig bleibt, bitte lassen Sie mich und lassen Sie es einfach. Mir schwante, worauf die Geschichte hinauslief. Ich steckte den Tausender in mein Geheimfach, das aus einer Kartonverpackung einer Whiskyflasche bestand und die meiste Zeit leer war. Danach fuhr ich dorthin, wo fast jeden Tag eine Leiche gefunden wurde. Heute haben Sie Glück. Keine Leiche, die Pizzeria ist offen. Danke, danke, aber ich habe keinen Hunger. Das ist schade, die Pizza schmeckt hier besser als beim anderen Italiener. Mich interessiert der erste Tote. Gibt es keine Gerüchte, um wen es sich handelt? Ja, klar gibt es die. Ja, und? Ja, die Spezialität hier ist eine Pizza mit frischem Trüffel. Die kostet aber über 30 Franken, das habe ich mir noch nie gegönnt. Also gut, gut. Sie kriegen von mir 50 Franken, wenn Sie mir den Namen verraten. Oh, den weiß ich nicht. Pizza gestrichen. Oh, Moment. Ich weiß, dass er keinen guten Ruf hatte. Wer hat das schon heutzutage? Ich genieße einen einwandfreien Ruf. Fragen Sie Leute. Ich frage Sie.